Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass bei Markus Lanz am 26.01. wieder einmal mit Vorsatz der Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen nicht erfüllt wurde. Zu Gast waren Winfried Kretschmann, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, ein leitender Spiegeljournalist und der Vorstand, der internationale Vorstand von Ärzte ohne Grenzen, Tankred Stöbe. Im Folgenden einige Ausschnitte. Und Erfolgsgeschichten waren immer dann, wenn die Politik sich einig war, an einem Strang gezogen hat, wie im Ruderachter, alle gleich gezogen haben, dann fuhr das Schiff mal eine Weile sehr, sehr stabil, die Zahlen gingen runter. Und jetzt fängt es wieder an, wie es im letzten Jahr dann auch ab und zu anfing, dass die Ersten sagen, nein, jetzt ist die Möglichkeit da, vielleicht doch eine eigene Entscheidung zu treffen. Und das ist für die Kommunikation und für das Verständnis der Leute wirklich Gift. Ich meine, jetzt wird schon wieder über die Schulen geredet. Es geht nur um Grundschulen. Alle anderen bleiben geschlossen. Da sind sich alle einig. Das machen auch alle. War zum Beispiel der Experte Nagel. Der hat ganz deutlich gesagt, dass das Infektionsrisiko sehr gering ist. Dagegen Homeoffice sehr relevant ist. Ja, das wollen wir doch jetzt bitte mal richtig gewichten und nicht ewig so tun, als seien Grundschulen und Kindergärten das Problem dieser Pandemie. Das ist einfach nicht der Fall. Was macht sie da so sicher? Man muss nicht jede kleine Differenz aufbauschen. Okay. Im Frühjahr hatte der Söder die Baumärkte zu, ich hatte sie auf. Das hat doch überhaupt keine Relevanz gehabt. Also doch nicht so einig. Man muss doch jetzt nicht jede kleine Abweichung tun, als seien da Schurken am Werk. Wir haben im Sommer die Situation gehabt, dass wir wahrscheinlich ganz viel Eintragung von außen hatten, als die Zahlen in Deutschland so gering waren, und haben ja dann gesehen, wie schnell es sich dann auch zu einer zweiten Welle so aufgebaut hat. Also eine brasilianische, die offensichtlich da in Manaus und in anderen Gegenden Leute ansteckt, die schon mal infiziert waren. Sie sprechen auf Manaus an, das ist die Stadt im Amazonas, wo es offensichtlich so eine Art Herdenimmunität tatsächlich schon gab, weil die erste Variante einfach so durchgerauscht ist, wo jetzt wieder sehr viele Menschen infiziert sind. Genau, das ist also das ist ein Problem. Das sind alles schlimme Nachrichten. Und ich glaube, dass jetzt in dieser Situation in Deutschland, wir sind ja jetzt nicht irgendwie, wir sitzen ja nicht und sind entspannt. Wir sind alle völlig erschöpft nach Monaten verschiedener Formen von Lockdowns und wollen, glaube ich, die meisten von uns wollen jetzt, lass uns das mal runterbringen und dann vorsichtig auch mal wieder zurückkehren können zu einem Leben, das ein bisschen lebenswerter ist als das, was wir alle im Moment gegenwärtig aushalten. Also ich habe das immer wieder auch von vielen gehört, die gesagt haben, jetzt lass es uns runterbringen. Damit wir nicht immer diese Wellenbewegung haben, die uns in diesem quälenden, eingeschränkten Zustand hat. Wir haben ja jetzt seit Anfang November eine Version von Lockdown. Und ich glaube, dessen sind alle müde und wir haben die Schrauben immer weiter angedreht und es muss jetzt einfach mal runter. Und ich bin so erleichtert, will ich ganz offen sagen, dass jetzt endlich mal ein richtig ordentlicher Abwärtstrend sichtbar ist. Dass man jetzt mal sieht, das wirkt. Und sich dann jetzt sozusagen diese Mutanten reinzuholen, ohne dass man da strikt guckt, dass das nicht passiert, das wäre wirklich fatal. Ja, also wir haben hier ein Geschehen, was mit maximaler öffentlichen Geldern auch finanziert wird. Ne? BioNTech, über 300 Millionen Euro vom deutschen Staat finanziert. Und die verdienen sich hier Dutzende goldene Nasen und haben überhaupt nicht eine Rechenschaftspflicht gegenüber dieser Öffentlichkeit, mal aufzudecken, was haben sie tatsächlich für Kosten und wie viel verdienen sie daran. Wir sehen aber, alle Impfstoffhersteller haben massive Produktionsprobleme. Jetzt müssten wir sagen, oder die Politik müsste sagen, wir haben hier eine nicht nur eine nationale, sondern eine internationale Notlage. Und wir müssen jetzt sehen, dass dieser Patentschutz, der ja sonst immer geheiligt wird, ja, und der ja wirklich sozusagen die Gelddrucklizenz ist dieser Firmen, ja, da müssen wir jetzt ran. Für den Zeitraum dieser Pandemie, wo uns die Menschen wegsterben,
müssen wir hier eine höhere Not deklarieren. Und die muss dafür sorgen, dass jetzt andere Firmen auch diese Impfstoffe herstellen können und dass wir endlich aus diesem Engpassen rauskommen. Herr Kretschmann, wie ist denn Ihre Haltung dazu? Diskutieren Sie so etwas auch in Ihren Runden? Also die Frage, muss es möglich sein, Generika heißt das dann, glaube ich, ne? diese sozusagen nachgebauten Impfstoffe, also weg mit dem Patentschutz, bis zu einem bestimmten Punkt Geld verdienen, alles gut und schön, aber jetzt geht es hier um was anderes. Nein, sagen wir so, das ist nicht mein Beritt als Ministerpräsident. Ich habe nun wirklich genug an der Backe. Das müssen die debattieren, die dafür auch verantwortlich und zuständig sind. Was ist hier passiert? Der Spiegel-Journalist stellt es so dar, dass wenn es keinen Lockdown gegeben hätte, in Deutschland es katastrophal gelaufen wäre. Das wird als vollkommene Selbstverständlichkeit hingestellt. Widerspruch gibt es keinen. Und es wurde auch niemand in die Sendung eingeladen, der dieser Behauptung widerspricht. Es ist aber so, dass eine Metastudie, mitverfasst von John Ioannidis, einem der berühmtesten, einem der meist zitierten Wissenschaftler der Welt, nahelegt, dass Lockdowns nutzlos sind. Dem wurde nicht Rechnung getragen. Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Zuvor schon hatte John Ioannidis eine Metastudie veröffentlicht, die die Tödlichkeit von Covid-19 bei 0,26% nahelegte. 0,26 ist sehr wahrscheinlich ungefähr 2,6 mal so viel wie die normale Grippe. Das heißt, wenn jetzt der Lockdown was bringen würde, dann müsste man auch dann darüber nachdenken, ob bei einem Faktor von 2,6 die Kosten-Nutzen-Relation gegeben ist. Die neue Studie setzt aber noch deutlich einen obendrauf und legt nahe, dass Lockdowns wirkungslos sind. Es kann nicht sein, dass dieser Punkt nicht diskutiert wird. Und eine Behauptung, ohne Lockdown hätte es eine Katastrophe gegeben, unwidersprochen durch die Sendung geht. Es geht dann weiter mit einer Scheindiskussion. Die entscheidenden Dinge werden nicht diskutiert. Jetzt geht es um die Grundschulöffnung in Baden-Württemberg. Da wird Kretschmann scheinbar hart attackiert und jetzt wehrt sich Kretschmann mit einem Wutanfall. Sozusagen wird jetzt der Eindruck suggeriert, es wird ja hier ganz eindeutig diskutiert. Der Kretschmann ist der einen Meinung, der Journalist ist der anderen Meinung. Jetzt ist hier eine ganz lebhafte Diskussion. Unwidersprochen durfte der Journalist vorher auch die Einlassung machen, dass es ja immer gut wäre, wenn alle an einem Strang ziehen, sozusagen wenn Einigkeit herrscht. Das legt nahe, dass kritische Abweichung, eine abweichende Meinung nicht gut ist, sondern dass es immer gut ist, wenn alle einer Meinung sind und immer nur das Gleiche wollen. Am besten also die Regierungslinie alle gut finden und diejenigen, die das nicht gut finden, ja, die sind dann schuld, dass es schlecht läuft in Deutschland. Was die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats dann für ein Statement hingelegt hat, das hat mich fassungslos gemacht. Wir haben im Sommer die Situation gehabt, dass wir wahrscheinlich ganz viel Eintragung von außen hatten, als die Zahlen in Deutschland so gering waren, und haben ja dann gesehen, wie schnell es sich dann auch zu einer zweiten Welle so aufgebaut hat. Sie macht hier die Suggestion, dass dadurch, dass im Sommer es angeblich locker gewesen wäre, dass dadurch die zweite Welle im Herbst in Gang gesetzt wurde. Ihr muss aber bekannt sein, dass wenn man sich mit Corona infiziert, man nach einer Woche ansteckend ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass im Sommer das Virus hergebracht wurde und dann es schlummert sozusagen und dann im Herbst ausbricht. Zudem muss die Frau ja auch wissen, dass im Frühjahr die gemessenen infizierten Zahlen zurückgingen, schon vor dem Lockdown. Und vor allem lange, bevor die Maskenpflicht eingeführt wurde. Die Zahlen gingen dann einfach, wahrscheinlich wegen des Wetters, runter. Und genauso gingen sie im Herbst wegen der kalten Temperaturen wieder hoch. Selbst bei einem militärisch strengen Lockdown wäre das Virus nicht ausrottbar. Und es würde sich bei gegebenen Bedingungen, wenn es kälter wird, wieder vermehren. Sie sprechen auf Manaus an, das ist genau die Stadt im Amazonas, wo es offensichtlich so eine Art Herdenimmunität tatsächlich schon gab, weil die erste Variante einfach so durchgerauscht ist, wo jetzt wieder sehr viele Menschen infiziert sind. Diese Bemerkung steht im vollkommenen Widerspruch zu der Behauptung von dem Spiegeljournalisten in seinem Buch »Knapp der Katastrophe entkommen«. Woher will er das wissen, wenn auf Manaus, Lanz sagt es selber, später in der Sendung, das war ja nicht direkt hintereinander, dass auf Manaus die Welle durchgegangen ist ohne Folgen? Ich habe das immer wieder auch von vielen gehört, die gesagt haben, jetzt lass es uns runterbringen. Wenn man,
damit wir nicht immer diese Wellenbewegung haben, die uns in diesem quälenden, eingeschränkten Zustand hat. Genauso ist es verlogen, zu suggerieren, jetzt nach diesem langen Lockdown hätte man gegen den Virus irgendwas erreicht, was langfristig wirken würde. Wir haben hier nicht nur eine nationale, sondern eine internationale Notlage. Und wir müssen jetzt sehen, dass dieser Patentschutz, der ja sonst immer geheiligt wird, ja, und der ja wirklich sozusagen die Gelddrucklizenz ist dieser Firmen, ja, da müssen wir jetzt ran. Im letzten Abschnitt jammert Tankred Stöbe darüber, dass die Impffirmen so stark abkassieren würden. Und man annimmt, dass ein Lockdown etwas hilft dagegen, dann ist der Ausweg die Impfung und dann braucht man möglichst schnell möglichst viele Impfdosen. Was aber nicht thematisiert wurde, ist, dass Russland ja schon im Sommer einen Impfstoff hatte, der auch relativ sicher war, wo man eigentlich nichts Negatives hört und bei dem jetzt ja auch AstraZeneca, wo sie jetzt zusammen einen wirkungsvolleren Impfstoff herstellen wollen. Also eine Kombination aus den beiden Impfstoffen, weil die angeblich auch ähnlich aufgebaut sein sollen. Diesen Impfstoff gab es schon im Sommer. Aber irgendwelche Bemühungen seitens der Bundesregierung oder auch jetzt hier, dass in der Diskussion moniert wird, man hätte ja mit Russland reden können, dass man denen Impfstoff abkauft, dass man da die Produktion hochfährt, dass man das möglichst schnell zulässt, dass man möglichst schon bis Herbst die ganzen Leute geimpft hat oder im Herbst die Leute impft, dass man keinen Lockdown machen muss. Davon redet Tankred Stöbe überhaupt nicht. Er muss aber genau wissen, wie alle anderen, dass es den russischen Impfstoff ja schon lange gibt. Ganz schlimm oder ganz entlarvend ist dann Winfried Kretschmann. Herr Kretschmann, wie ist denn Ihre Haltung dazu? Diskutieren Sie so etwas auch in Ihren Runden? Also die Frage, muss es möglich sein, Generika heißt das dann, glaube ich, ne? diese sozusagen nachgebauten Impfstoffe, also weg mit dem Patentschutz, bis zu einem bestimmten Punkt Geld verdienen, alles gut und schön, aber jetzt geht es hier um was anderes. Nein, sagen wir so, das ist nicht mein Beritt als Ministerpräsident. Aber nun würde ich genug an der Backe. Das müssen die debattieren, die dafür auch verantwortlich und zuständig sind. Damit hat er sich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Mit dem Gedanken, dass man möglichst schnell die Leute impft, wenn er schon der Meinung ist, dass man einen Lockdown braucht, dass man diesen Lockdown verhindert. Sondern vielmehr zeigt sich, dass es wahrscheinlich Traum der Grünen ohnehin ist, die Freiheit zu beschränken. Das heißt, dass in Wahrheit der Weg das Ziel ist. Dass dieses Einschränken der Freiheit ein Plan, ein Ziel der Grünen ist und dass sie deswegen gerne den Lockdown haben und nicht, um die Menschen zu schützen, um ihnen zu helfen. Weil wenn das der Fall wäre, dann hätten sie sich um den russischen Impfstoff bemühen müssen. Oder sie hätten sagen können, okay, Corona ist jetzt zwar 2,6 Mal gefährlicher als die normale Grippe, dann ist es halt Pech sozusagen. Dann müsste halt jeder selber gucken, dass er Multivitaminpräparate nimmt, sich fit hält, gesund ist, dann selbstständig Abstand hält, selbstständig mit Maske rumrennt. Aber das wollen sie ja genau nicht. Zusammenfassend kann man sagen, jedenfalls nach meinem Empfinden, diese Einlagen von den Leuten, die Beiträge, sie haben auf mich vollkommen albern gewirkt. Ich musste während der Sendung mehrmals lachen. Es hat auf mich gewirkt wie schlechte Schauspieleinlagen. Wahrscheinlich haben die Leute sich nach der Sendung kaputt gelacht über die Dummheit der Leute, dass sie ihnen das abkaufen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.